Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Intro. Mein Name ist Cosima Grossa und ich bin Volontärin in den Deichtoren Hamburg. Ich freue mich jetzt mit Ihnen durch die William Cantwood Ausstellung in der Halle für aktuelle Kunst zu gehen. In dieser Folge werden wir uns genauer anschauen, wie Cantwood in seinen Installationen mit Licht und Schatten umgeht. In der Videoinstallation More Sweetly Play the Dance sehen wir eine sich endlos bewegende Prozession, die sich durch eine ausgedörrte Landschaft bewegt. Die Figuren ziehen teilweise tanzend am Horizont an den Besucherinnen und Besuchern vorbei. Zu erkennen sind Schattenfiguren, die verschiedene Gegenstände wie Instrumente, Fahnen und überlebensgroße Masken mit sich tragen. Es wird hier weder deutlich, wer sie kommen, noch wohin sie gehen. Wie viele Arbeiten Cantwoods basiert More Sweetly Play the Dance auf Zeichnungen, die durch die Inszenierung menschlicher Figuren zum Leben erweckt werden. Durch ihr starkes Ausleuchten und die reduzierte Farbigkeit nehmen diese Figuren makabere Schattenumrisse an. Aber nicht nur die Figuren auf der Leinwand, sondern auch wir als Publikum können uns als Schattenumrisse auf der Leinwand wiederfinden. Eine wichtige Inspirationsquelle für More Sweetly Play the Dance war das Höhlengleichnis nach Platon. Cantwood selbst beschreibt diesen Bezug wie folgt. Für mich sind das keine Toten, diese Leute, die da in einer langen Prozession vorbeilaufen, auch wenn man das so sehen kann. Für mich sind das eher die Schatten in Platons Höhle. In dem Gleichnis beschreibt Platon Gefangene, die in einer Höhle gefesselt vor einer Wand sitzen, die von einem Feuer hinter ihnen beleuchtet wird. Dadurch entstehen Schatten von Gegenständen, die die Gefangenen aber nicht sehen können. Die Menschen ahnen also nicht, dass sie nur Schatten sehen und nicht die wahren Gegenstände. Eines Tages befreit sich eine Gefangene aus der Höhle und sieht zum allerersten Mal die wirklichen Gegenstände außerhalb dieser Höhle. Ebenso erkennt sie zum ersten Mal die wirkliche Lichtquelle, die Sonne, von der alles ausgeht. In Installationen wie More Sweetly Play the Dance drängt sich der Bezug zum Höhlengleichnis nahezu auf. Bedrohliche Schattenprozessionen ziehen an der Kamera vorbei. Doch die platonische Idee des Schattens als Teil einer vermeintlich unaufgeklärten Weltsicht gilt hier nicht. Vielmehr fordert Cantwood uns als Betrachter auf, selbst aktiv zu werden und eine eigene Sicht auf die Dinge zu entwickeln. Auch in der Installation Kaboom spielt Cantwood mit Licht und Schatten. Die Installation zeigt das Modell der multimedialen Theaterperformance The Head and the Load, die von 40 Schauspielerinnen und Schauspielern aufgeführt wurde. Kaboom erzählt dabei die Geschichte der fast 2 Millionen afrikanischen Trägerinnen und Träger, die während des Ersten Weltkrieges von den britischen, französischen und deutschen Kolonialmächten versklavt wurden, um für diese Lasten über den afrikanischen Kontinent zu befördern. Cantwood baut hier dynamische Schichten von Zeichnungen, bewegten Bildern und Text und projiziert diese auf Papierrequisiten und gefundene Alltagsgegenstände, um so eine theatralische Inszenierung zu erzeugen. Durch den Einsatz von Licht und Schatten reduziert Cantwood die Farbigkeit seiner Werke, wie in den Schattenprozessionen gesehen, gar auf ein Minimum, auf Schwarz und Weiß. Cantwood fordert unsere Sehgewohnheiten heraus und verstärkt diesen Effekt durch den Einsatz von Sound, der Animation gezeichneter Linien und der schieren Dimensionalität seiner raumbezogenen Installationen. In seiner Ausstellung Why Should I Hesitate Putting Drawings to Work lädt uns Cantwood ein, uns mit politischen, historischen und aktuellen gesellschaftlichen Themen auseinanderzusetzen. Cantwood zeigt uns hierbei auf, wie viel Grauwerte zwischen Schwarz und Weiß liegen, die es zu betrachten, zu hinterfragen und immer wieder neu zu verstehen gibt.